Ja, fangen wir an, oder? Das Viertel nach. Da kommt der Rumhaus noch, aber wir haben alles unter Kontrolle. Also, genau, ja, hallo zusammen. Ich bin der Thomas von SAP, vom Bereich Training and Adoption. Also, wir machen Kundentraining, Change Management für Kunden, für Partner, mit Partnern zusammen in SAP-Projekten. Genau, und heute wollte ich reden über Erfolgsfaktoren für AI-Adoption. Und ganz kurz mal auf die Agenda, was ich mir vorgestellt habe. Das Thema ist so ein Kunstbegriff, ne? Deshalb habe ich gedacht, wir gucken zuerst mal drauf, was bedeutet das überhaupt und auch, ne, wie kann man das Thema fassen. Dann gibt es verschiedene Vorgehensmodelle und Praktiken und Handlungsfelder. Da hatten wir auch eine Blocking-Challenge in unserer Community, die habe ich versucht mal zusammenzufassen. Waren so 15, 16 Blocks kamen da raus. Und dann eben Diskussion nochmal. Ne? Also auch immer zwischendrin habe ich immer was eingebaut. Ich habe ein bisschen versucht mit Microsoft Designer, was wir gestern Abend auch genutzt haben, ein bisschen zu prompten. Manche Sachen waren echt ziemlich scary. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel AI Adoption mit Künstliche Intelligenz gepromptet habe. Also wie gesagt, ne, ein bisschen scary waren manche Bilder. Manche sind ein bisschen besser. Manche sind noch krasser wie das hier. Aber vielleicht zuerst mal drauf zu gucken, vielleicht nochmal per Handheben hier und auch online. Ist es bei euch überhaupt ein Thema, bevor wir mal reingehen? Was ist es überhaupt? Nicken oder Handheben vielleicht? Dann. Oh ja, es ist mehr wie die Hälfte. Und online, Doris, wie sieht's aus? Verhalten, aber ja, also 5 von 15, 22 Okay. inzwischen. Okay, also mehr wie die Hälfte sogar. Okay, cool. Also wie gesagt, das Thema ist ein bisschen ein Kunstbegriff. Ich habe auch thematisch eigentlich ein bisschen ein Problem damit oder vom Wort her, aber ich habe bis jetzt noch kein besseres gefunden. Ne? Also schwinge verschiedene Themen mit. Ich habe mal, inzwischen werden ja oft ChatGPT-Definitionen in Präsentationen gezeigt. Ich habe jetzt trotzdem mal die Wikipedia-Präsentation. Definition mal hochgeholt. Da gibt es auch unterschiedliche. Danach geht es eben um Wechsel von System und die Annahme mit Zielen, zum Beispiel, dass das neue System effektiver ist. Was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass es immer verschiedene Perspektiven gibt auf die sogenannte Adoption. Und das kommt immer drauf an, von wem oder wer eben drauf schaut. Das Management will meistens ROI, also kauft eine Software ein und die will irgendein Geld zurück. Mehr Effektivität, Kostensparung, Wachstum, Produktivität, was auch immer, meistens in Zahlen ausgedrückt. Die kaufen oder sind auch oft verantwortlich für den Einkauf von neuer Software, ne? Hat aber meistens zum Großteil die Ziele. Ne? IT hat schon wieder ein bisschen andere Ziele, niedrige Integrationskosten, Sicherheit zum Beispiel, sicher auch noch andere. Dann Fachbereiche, die haben halt fachliche Ziele, also vielleicht so schnelleres Recruiting oder ja, was auch immer der Fachbereich ist. In der Logistik ist es wieder anders oder im Finanzbereich. Und die Nutzer und Nutzerinnen, wo es eigentlich geht, auch mit darum geht bei Adoption, ne, weil es auch um Anwenderakzeptanz geht, was die Adoption treibt, da kommen wir nachher noch dazu. Die wünschen sich meistens zuerst mal weniger Frustration. Sage ich mal so, ne? Auch so im Vergleich mit Customer Experience. Kunden wünschen sich auch zuerst mal weniger Frustration und vor allem, dass die Arbeit halt einfacher, schneller, irgendwie besser geht, was auch immer das Tool ist. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Tools, ob es jetzt PowerPoint ist oder so ein SAP-Tool oder Microsoft und so weiter. Genau. Und ich würde gerne das Thema auch nochmal weiterfassen. Also gerade im Englischen ist Digital Adoption ist oft so ja, einfach der Nutzungsgrad von der neuen Software. Gerade wenn ich top-down drauf schaue, dann sehe ich eben so und so viel Prozent der Mitarbeiter nutzen das zum Beispiel. Ne? Vielleicht auch noch die Akzeptanz. Ne? Was jedoch, finde ich, ganz wichtig ist, gerade wenn ich jetzt so etwas Neues einführe wie KI oder Cloud-Software, ist auch die Adaption. Also ich habe zwar die Nutzung,
aber ich muss mich vielleicht anpassen. Ja, das wird oft gar nicht so gesehen. Also ich muss nicht nur mich anpassen als Individuum, ich muss meinen Prozess anpassen, vielleicht zwischen- und in-Abteilung, bis hin, ne, ich sage jetzt nicht Mindset, also Einstellungen, vielleicht auch die Art, wie ich arbeite, gerade mit jetzt Cloud-Apps zum Beispiel oder mit KI-Applikationen, da muss ich manche Sachen zum Beispiel gar nicht mehr selber machen. Also ich denke, das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Und klar, das nächste Level ist halt die Transformation. Hat man, glaube ich, gestern auch schon in dem einen guten Vortrag zu KI. Es geht nicht nur um Effizienz, vielleicht auch um was Neues zu schaffen. Ne? Und das ist wahrscheinlich das Einfachste, ist sicher der Nutzungsgrad, auch von der Messung her. Aber ich finde, gerade wenn man neue Tools wie KI einsetzt, muss man schauen, ne? Wie schaffe ich die Adaption auch und die Transformation. Ja, genau. Und da würde ich jetzt einfach mal die erste Diskussion machen in der Runde. Ne? Was bedeutet AI Adoption für euch? Also vielleicht mit Handheben in eurem Kontext oder in den Chat rein, dann können wir auch da drauf eingucken, drauf gucken. Kommt nachher auch drauf an, ne? Seid ihr von der IT, seid ihr Endanwender, ist glaube ich jeder von uns, seid ihr aus dem Personalbereich, hat man vielleicht auch wieder andere. Mhm, du? Ja. Genau. Ja, wir sind ja gerade in Microsoft, wir haben da vorne einen schönen Vortrag gesehen zur Einführung von Co-Pilot. Mhm. Und ich glaube, was da entscheidend ist, ist auch, dass man für sich selber auch einen Weg findet. Oder ein Feld. Bitte den Würfel ein bisschen rüber, online hört man das ganz schlecht. Danke. Aber ich versuche nochmal etwas näher und lauter zu reden. Ich glaube, der ist nicht eingeschaltet. Ah. Okay. Könntest du mir noch mit raus? Ja, den anderen, der liegt unterm Tisch, da ist kein Mikro drin, da habe ich gerade noch. Aber da ist noch ein Mikro drin. Da ist ein Mikro drin. Aber es muss man. Jetzt müssen wir noch einschalten. Weil es ist leer. Der Einschalter von dem Mikro ist, wenn man es rausnimmt, unten dran drücken und kurz halten. Wenn die beiden blauen LEDs okay, dran sind, dann ist das Mikro. Hör mal, es wird reich. Jetzt einfach. Hör mal, wo man den Einschalter hat. In der Zwischenzeit habe ich meinen Gedanken vergessen. Nein, glaube ich ganz. Genau. Also, Stichwort Microsoft-Einführung, Copilot. Und da geht es halt auch darum, dass die Mitarbeiter dann eben auch verstehen, wie sie davon profitieren, in welchem Umfeld sie davon profitieren. Und das, glaube ich, gehört ja eben jetzt auch erstmal damit zu tun, wie kann ich also die Arbeit für mich effizienter gestalten, das rauszufinden. Das ist für mich ein wesentlicher Teil. Und da kann man nicht sagen, das ist jetzt genau richtig und das ist falsch, sondern jeder muss es für sich rausfinden. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine Besonderheit gegenüber anderer Software, wo man schon sagen kann, so geht es richtig und so ist falsch. Jetzt wissen wir es noch gar nicht so genau. Ja, vielleicht bei uns ist es auch ein ganz spezieller Use Case, den wir nutzen. Also wir versuchen wirklich auf unsere Geschäftsprozesse einzugehen und die dann auch dann zu unterstützen über eine AI. Und da geht es hauptsächlich um Recherchearbeit. Also wir sind im Unternehmensverkauf und dann Unternehmensinformationen zu suchen und dort zusammenzusuchen. Da geht es tatsächlich darum, das, was wir heute händisch machen, möglichst schnell effizienter durch eine AI abzubilden. Du hattest eben Personal gesagt, das ist sehr, sehr ähnlich, also wie im Personalgeschäft. Ja, ich sehe vor allen Dingen zwei Punkte darin, wenn ich so wirklich an die Masse an Menschen denke. Zum einen, denen die Scheu zu nehmen, mit diesen Tools zu arbeiten. Oh, nicht jetzt noch was Neues. Ich habe schon 5 Tools gelernt. Warum jetzt noch eine KI? Was soll das? Was bringt mir das? Und KI ist gekommen, um zu bleiben, wie so viele andere Dinge auch. Und je eher die Leute den Umgang damit lernen und die Tools wirklich richtig und gut nutzen, desto produktiver kann man sein, desto schneller kann man Prozesse auch verändern. Das ist das eine. Und das zweite Thema, also dass sie überhaupt damit anfangen. Das zweite ist, dass sie das richtig lernen. Klar, es ist ein Unterschied, sind es offene Systeme extern oder interne Systeme, die extra programmiert wurden. Dennoch muss ich so gewisse Sachen wissen, wie dass diese Dinger nach Wahrscheinlichkeiten arbeiten und nicht nach richtig oder falsch. Also wie kriege ich A, das Vertrauen, dass sie das ausprobieren und B, das Wissen, dass sie es richtig nutzen und die Risiken und Chancen kennen. Das passt eigentlich gut zu den Frameworks, die ich jetzt gleich zeige, aber ich gucke vielleicht nochmal online, da sehe ich eine Hand gehoben. Doris, gibt es nochmal eine Online-Meldung? Genau, ich wollte zum einen sagen, für mich ist die Adoption dann, wenn es wie Strom aus der Steckdose ist, also eine totale Normalheit ist, mit KI Dinge zu tun.
Im Chat gibt es zwei Meldungen, einmal von einem Stefan. AI Adoption ist für mich die Bedienung zu verstehen und ein Verständnis dafür zu haben, Anwendungswissen, wo kann ich es einsetzen, für mich in meinem Arbeitskontext. Und der Tobias schreibt, Adoption bedeutet für mich, dass die Mitarbeitenden es akzeptieren, ihre Arbeit mit KI zu verändern, weg von Angst hin zu Chance. Voraussetzungen sind natürlich Neugierde und der Wille, Neues zu lernen. Okay, cool. Ja, passt auch gut zu den Punkten, die ich jetzt gleich sagen wollte. Du hast nochmal was. Wie bist du hier mal? Okay. Danke. Also neben dem Punkt mit der Angst, die Scheu, Sorge vor dem Unbekannten, ist mir auch gerade bei uns in der KI-MOOC-Lerngruppe was aufgefallen, eher so eine, naja, mich trifft es ja nicht. Also das, was Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater und so, das trifft jetzt vielleicht Leute, die als Schreibkräfte arbeiten und so, aber nicht mich, weil ich ja der Know-how-Träger bin. Und auf einmal haben da einige gemerkt, hoppla, das betrifft mich sehr wohl, das ändert mein Geschäftsmodell ganz gewaltig. Und die dann, wir sind da nicht in Übungen reingegangen, sondern es wurde dann eher eine philosophische Diskussion über Betroffenheit. Was macht es mit unserem Selbstverständnis als Berater, als Coach, Experte, sonst was? Und das ist nochmal was anderes wie jetzt eine Angst vor dem Unbekannten. Man glaubt, man kennt schon, aber ich nutze jetzt auch das Wort Mindset. Man muss sich auch aktiv damit beschäftigen wollen und sagen, okay, wie kann ich das zu einem Freund, zu einem Wissensgefährten machen? Okay, also was wir da raushören, ist, dass es ja durchaus eine starke emotionale Komponente hat. Ne? Also es ist nicht nur kognitiv, hier Prozess 1, 2, 3, also führen wir es ein und dann wird es genutzt, sondern auch das Emotionale, ne? Wie Ängste und so. Das spiegelt sich eigentlich auch so in den Modellen, die wir jetzt so raus oder die wir gesammelt haben in der Blogging Challenge. Ich stelle mal so die wichtigsten vor. Es gibt sicher noch ein paar andere, die jetzt so in dem allgemeinen Kontext Adoption kommen. Und ich versuche immer so ein bisschen noch zu reflektieren, was bedeutet das für KI? Ich meine, das Älteste, das kennen da wahrscheinlich alle, das ist das Diffusionsmodell, das ist aus den 60ern. Das unterscheidet zwischen Innovator, Early Adopter, was so, ich glaube, 2% und 8% sind. Die bis hin zu der Late Maturity and Laggards und ist theoretisch normal verteilt. Ne? Kurven sind immer anders natürlich, in jeder Firma unterschiedlich. Aber was bedeutet es für Adoption? Ich muss mal gucken, was sind meine Zielgruppen und wie ticken die? Vielleicht nach Persona machst du es so normal in der Stakeholder-Analyse. Und ich kann zum Beispiel, das wird jetzt in unseren Projekten oft gemacht, wenn es um so nicht um den KI, aber so SAP-Technologie-Einführung geht, wie kann ich die Innovatorinnen und Early AdopterInnen als zum Beispiel Change Agents nutzen, ne? Oder als Botschafter. Also das ist zum Beispiel interessant. Und was ja auch nochmal so ein ganz gutes Modell ist, oder ja, ein Ansatz ist Crossing the Chasm. Ne? Das sei ganz gut die Challenge. Ich muss irgendwo die Kluft überbrücken zwischen den Early Adopter, die eh auf alles springen, vielleicht auch wie einige hier, die alle coole neuen Apps gern ausprobieren und so weiter. Aber diesen Gap, also diesen Chasm, also das ist es, so ein Gap, den muss ich halt überbrücken. Und da muss ich dann schauen, ne? Wen binde ich ein? Und ich muss die Leute unterschiedlich adressieren auch. Ne? Ein wissenschaftliches Modell, kennt vielleicht auch der eine oder andere, was wir auch schon genutzt haben, zum Beispiel bei Bachelorarbeiten oder Diplomarbeiten oder Masterarbeiten, ist das TAM-Modell. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Technologie-Akzeptanz-Modell. Das ist also das einzige Modell, was so regelmäßig empirisch evaluiert wird und weiterentwickelt wird. Es gibt es von TAM-2 zum Beispiel. Ja, das sagt, mal ganz allgemein gesprochen, ich schaue immer als Nutzende auf die wahrgenommene Nützlichkeit. Na, was bringt mir der Use Case? Ist es relevant? Wie korrespondiert es vielleicht meine Normen und Erfahrungen? Und schau dann auch, ist es benutzerfreundlich? Also wichtig ist daher eben Design, Zugänglichkeit, Transparenz auch, was dahinter funktioniert. Ne? So ist es erklärbar. Dann habe ich nachher irgendeine Einstellung dann gegenüber der Nutzung. Hab ich da jetzt Vertrauen? Habe ich Ängste, gerade bei KI? Irgendeine Verhaltensabsicht und dann gibt es natürlich irgendein Nutzungsverhalten. Also ich nutze das Tool, Abgleich
gemacht werden, Abgleich mit erwarteter Nutzung, dann, wir hatten halt bei gestern mit den Emotionen und dem Co-Pilot ein bisschen, ne? Da ist man dann manchmal doch vielleicht frustriert, wenn man tollen Vertriebler hatte und dann probiert man das Tool aus und dann funktioniert das nicht so. Und ja, also das kann man auch gut als Checkliste nutzen, gerade das erweiterte Modell, da gibt es weitere Variablen, ne? Also den sozialen Einfluss, das System praktisch jetzt vielleicht durch Manager oder wie auch immer, ne? Wie funktioniert das? Oder was sind interne kognitive Prozesse? Ich habe da nochmal einen Link verlegt. Also ist auch nicht super neu, aber wird immer noch oft genutzt, gerade bei Technologieeinführung kann ich ganz gut nehmen. Dann gibt es viele Modelle aus dem Change Management. Kennt vielleicht der eine oder andere, zum Beispiel gerade Beratung, auch wenn es um Microsoft geht, die nutzen eigentlich fast alle ADKA. Ist ein Akronym-Checkliste, ist aber mal ganz gut als Checkliste, würde ich sagen. Ne? Weil es unterscheidet der, ne, ich brauche immer eine Awareness, dass eben oder warum Veränderung notwendig sein muss. Ich brauche irgendein Desire, den Wunsch dann, dass ich das auch unterstütze. Ne? Also die Akzeptanz, den Wille. Dann brauche ich irgendein Wissen. Wie ich mich ändere, also wie ich jetzt neu navigiere oder was ich nutze, dann aber auch die Fähigkeit, so kann man auch unterscheiden, ne? Also das dann wirklich zu nutzen im Alltag in einem konkreten Use Case und dann, was auch ganz wichtig ist, nicht nur einmal, sondern regelmäßig, ne? Nicht wieder in alte Muster zurückverfallen. Also es ist relativ simpel, aber es zeigt ganz gut, ne? Dass jetzt nur Knowledge reicht nicht. Oder nur Awareness reicht auch nicht. Ne? Das ist eigentlich nochmal ganz, macht das nochmal ganz schön klar. Dann, was sicher auch viele kennen, ist Kotta. Gibt es verschiedene Versionen, würde ich mal sagen. Da kann man auch Sachen rauspicken. Ist vielleicht auch Managern gegenüber manchmal gar nicht schlecht. Ne? Das haben schon manche Manager gelesen. Da ist zum Beispiel, der deutet da verschiedene Dinge raus. Zum Beispiel ja, eine Vision und Narrativ. Ich denke, es ist immer super wichtig, Menschen emotional auch mitzunehmen, Koalition zu bilden, also Stakeholder zu analysieren und zu gucken, ne? Dann in der Matrix, wer kann helfen zum Beispiel oder wer hat Macht und wer kann dagegen sein, dass ich die Leute abhole, Hindernisse anschauen, Quick Wins, Erfolge feiern. Also sind da so die Basics aus dem Change Management, was sich eigentlich jeder mal angucken sollte. Dann, ich habe jetzt nur mal eine Kurve rauskopiert und die ist eigentlich auch umstritten, ist also die Veränderungskurve basierend auf Kübler-Ross Vertrauensphasen. Da gibt es verschiedene Abwandlungen jetzt auch für Änderungen und klar kann man sagen, das wurde jetzt im ganz anderen Kontext mal untersucht. Was ich aber positiv finde, auch wenn niemand die Kurve so genau durchläuft, da geht es eben um Emotionen. Ne? Und dass man das auch in der Stakeholder-Analyse oder wenn man mit verschiedenen Gruppen redet, dass man eben versteht, wo ist jetzt die Emotion? Ne? Also gibt es Wut, gibt es Angst, gibt es eine Abwehr? Wie äußert die sich? Wie ist die Akzeptanz? Und so weiter. Ne? Also da hilft das eigentlich ganz gut, auch eher wieder als Art Werkzeugkasten. Trauerbewältigung, genau, kommt aus der Trauerbewältigung. Das hören wir nicht. Ja, sorry. Also die Ursprünge kommen aus der Trauerbewältigung. Genau, also ich meine, deshalb habe ich ja gemeint, da muss man immer den Kontext kennen, aber ich finde es trotzdem gut, um so einfach zu reflektieren, welche Emotionen herrschen vor. Also ich zeige nachher nochmal eins, zwei andere, die man auch nehmen kann. Und die man eben abklopfen sollte, eigentlich immer wieder, um die Leute, ne, so mal platt abzuholen und mitzunehmen. Weil wenn ich dann irgendwie welche Widerstände habe, die dann oft emotional sind und die nicht verstehe, dann genau. Natürlich gibt es ja die komplette agile Werkzeugkiste, ne, also unter Lean Change Management auch genannt, ist im Endeffekt, kommt das auch immer drauf an. Ne? Wir kennen Firmen, die haben SAFE implementiert, ist eigentlich anders, kommt immer darauf an, auch wie so die Organisation agile Prinzipien nutzt, oft im IT natürlich viel stärker, in einem Fachbereich vielleicht nicht unbedingt. Ne? Aber für Change Management helfen die Tools natürlich auch, ne? Von Retrospektiven bis was es halt auch immer Sinn macht. Gibt es auch einen ganz guten Blog, finde ich, unter Lean Change Management mit Fallstudien.
Okay, die Doris, du hattest... Genau, ja. Es gibt die Frage, welches Modell du Thomas empfehlen würdest und warum zur Einführung zum Beispiel von einem Corporate GPT? Oder also würdest du sagen, man muss schon immer so eine Mixtur machen? Okay, noch eine Folie, ist okay, weil da habe ich, ich will gerade gerne noch auf das eingehen und dann mache ich so eine Synthese, wenn das okay ist. Ich meine, ich glaube, die meisten Softwareanbieter haben auch so Modelle. Das ist das von SAP. Wenn man so ein SAP-AI einführt, kann man das nutzen. Da gibt es viele Templates, die man auch kostenlos nehmen kann. Ich weiß, Microsoft Google Cloud hat auch sowas. Ich meine, im Endeffekt sind es auch Phasenmodelle. Sieht ein bisschen wasserfallmäßig aus, aber wenn man sich genau mit beschäftigt, ist es schon agil, vor allem in den einzelnen Phasen. Die sind halt gebunden an die Technologie. Was ich jetzt raten würde, um auf die Frage zu kommen. Ich glaube, die Herausforderung ist natürlich, das beste Modell gibt es nicht. Das kommt immer drauf an. Nutzt ihr eins in der Firma schon, dann würde ich da vielleicht dran andocken. Jetzt unbedingt ein neues, tolles Modell einzuführen mit einer KI-Einführung macht da keinen Sinn. Ich finde, man sollte aber die Dimension, ne, gerade wie bei ADKA, ne, Awareness, Desire, die sollte man zum Beispiel immer berücksichtigen. Also wenn man sich nur auf zwei Sachen konzentriert, also mindestens so ein ADKA und die Sachen von Kotter, würde ich alle mindestens mit so einem agilen Mix noch, macht immer Sinn. Ich meine, wenn du Organisationsentwickler bist, hast du auch eher so einen Werkzeugkoffer und guckst, was dann so nach Kontext Sinn macht. Also ich habe es da geschrieben, empathisch, intuitiv, agil, auch je nach Interessen, Emotionen, Kultur, also eine Stakeholder-Analyse ist auch so ein Werkzeug, was da auch wichtig ist. Also, genau. Das war es ganz kurz zu der Frage eigentlich nochmal. Genau. Also das beste Modell gibt es eigentlich nicht. Es gibt noch zig andere. Ich würde mal sagen, fast jede Beratungsfirma hat so ihr eigenes, aber die sind alle ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Genau, also ich kann jetzt nochmal kurz auf die Erfahrung der Blogparade eingehen und wir diskutieren dann, was euch lieber ist, oder wir gucken nochmal auf Modelle jetzt zuerst in eurem Kontext. Was meint ihr? Habt ihr Modelle, die ihr nutzt, nochmal andere oder Erfahrungen? Okay. Na gut, dann, also wir werden oft auch gefragt, was empfehlt ihr? Also zum Beispiel Broski, die bieten so eine einfache Zertifizierung von ADKA an, also keine Werbung, also hat nichts mit SAP zu tun, aber ich denke, für so ein Basic ist sowas sicher hilfreich. Ich meine, sonst gibt es ja genug Ausbildung auch oder Ressourcen, die man einfach auch selbst nutzen kann. Und ich komme gleich dazu, wir haben ja sogar einen LernOS-Leitfaden für den Bereich Change Management. Da sind wir gerade in den finalen Zügen, genau. Er hat sich auch gerade jemand gemeldet. Okay. Ja, meine Erfahrung ist, dass ich habe auch ADKA gelernt, ProSci. Ja. Das war so mal eine Grundausbildung, eine schnelle, wie du sagst, oder? Und dann gesunder Menschenverstand und vor allem auf die Nutzer eingehen, wie du sagst. Also die Personas mal definieren, kennenlernen, wie arbeiten sie denn? Und dann das Modell gestalten. Und dann war das... Also mein Erfolgsmodell würde ich jetzt sagen, ein Mix halt von diversen Tools und ich hatte so ein Kästchen voll verschiedenen Tools und Tipps und Tricks und eine gute Community. Wie du sagst, die First Movers habe ich sie genannt. Das gab dann meine Champions Community im Betrieb und die habe ich genutzt, weil die wollen ja schon. Mit denen musst du nichts mehr machen, die musst du eigentlich nutzen. Oder kannst du nutzen. Und das war sehr hilfreich, vor allem dann diese Champions auch in allen Abteilungen und Teams zu haben. Das waren so Multiplikatoren dann schlussendlich. Und dann, ja, informieren, 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 informieren und nochmals informieren auf allen Kanälen. Ja, mit den Leuten reden. Du musst wirklich, also ich sah mich da, ich war zwar bei der IT angesiedelt, aber ich sah mich da irgendwo in der Mitte zwischen den Nutzern und der IT.
Und dementsprechend auch zwischen den Fronten natürlich. Das musst du auch aushalten. Ja, ja. Musst du gute Leute um dich herumscharen. Und gute Sponsoren im Betrieb finden, das sind natürlich Sponsoren, die, die das Sagen auch haben, die auch um dich herumzingeln und die immer schön hätscheln und mitnehmen und auch wieder mit denen laufend immer wieder das Gespräch suchen. Weil wenn die dann in ihren Abteilungen dann auch runterskalieren, ihr solltet jetzt und wir arbeiten jetzt nur noch so oder wir teilen unsere Infos nur noch auf unseren SharePoint-Seiten, es werden nicht mehr so viele Mails geschickt etc., dann passiert auch etwas. Wenn natürlich der Chef aber alles per Mail macht und wenn die unten reklamieren, ich will das per Mail, sonst mache ich nichts und der Chef akzeptiert das, dann nützt alles nichts. Und ich könnte noch ganz viele Geschichten erzählen. Ich höre jetzt auf. Ja, danke. Ich gucke nochmal so ein bisschen auf die Bereiche, das geht so ein bisschen in die Richtung, also das ist so eine versuchte Zusammenfassung von der Blogging-Challenge. Und was ich jetzt auch, was ich am Anfang gezeigt habe, was da ein bisschen hinten runtergefallen ist, sind so die Human-Centered Design-Praktiken, ne? Was man so aus Design Thinking kennt, also User Research, genau was du gerade gesagt hast, weil ja, es fängt eigentlich natürlich schon davor ein, bevor ich was einführe, also schon im Design der Software. Okay, wenn wir da jetzt keinen Input haben, weil wir die nur kaufen, in Anführungszeichen, ne? Dann helfen aber trotzdem die Methoden und vielleicht auch der Ansatz, also dass ich agil, humanzentriert daran gehe, also mit Exploration, also Klassiker ist es, dass ich Use-Case-Workshops mache. Gerade bei KI, das ist so eine generelle Common-Purpose-Technology, super mächtig. Was mache ich jetzt damit? Es gibt so viele Use-Cases, da werden wir eher fast überwältigt. Also das ist zum Beispiel ein echt cooler, kostenloser Toolkit, muss man auch keine Adresse, nichts hinterlegen. Also von unserem SAP App House durch zu Generative AI Exploration. Ne? Das ist ein Workshop-Grid, auch als Canvas, wo man einfach zuerst mal mit Priorisierung dann nach den Design Thinking Kriterien, ist es feasible, ist der Business Value da, ist es relevant für die Nutzer? Ich denke, das muss man schon machen, am besten in einem diversen Team, ne? Also mit Fachbereich, Management und so weiter, um rauszuschärfen. Nee, Use Cases machen wir jetzt vielleicht überhaupt zuerst. Ist es ein Business Use Case, wie so im Finanzbereich oder Lagerwirtschaft, oder sind es, was wir hier viel diskutieren, also Business Management, WissensarbeiterInnen Use Cases oder beides, ne? Und da eben dann mit echten Problemen und echten Nutzern eben Piloten zu machen. Sonst wird es halt schnell theoretisch. Also das fand ich gut, da waren auch ein paar gute Beispiele daran. Und da, wenn man die NutzerInnen einbindet in den Rollout früh, schon allein das hatte wieder so eine Change-Management-Intervention, ne? Weil die Leute abgeholt sind involviert. Ich denke, Einbindung ist eins der zentralen Ansätze da. Ups. Genau, das ist auch das Nächste, Organizational Change Management. Wie man das auch immer nennt, die verschiedenen Ebenen. Also bei uns geht es um Awareness, Akzeptanz, Enablement, Empowerment, Commitment. Ne? Empowerment ist auch super wichtig, finde ich, aber auch Akzeptanz und Awareness. Also dass man da eben auch abzielt, Transparenz, Vertrauen, individueller Nutzen und Adaption der Rollen und der Prozesse und der Organisation. Ups. Und Learning and Enablement, da kommen viele von uns her, also ich auf jeden Fall. Und da ist natürlich das Thema KI-Upskilling, ne, ist gerade in vielen Firmen ein Riesenthema. Ich denke, da ist halt wichtig, dass man jetzt nicht nur ein, zwei E-Learnings zur Verfügung steht, sondern so, wie wir es hier natürlich auch machen, Hands-on-Workshops wie Promptatons zum Beispiel, machen wir auch. Ich glaube, der Gerd hat vorhin eine Session gemacht, wo es von SAP intern gezeigt hat. Auch mit CLC haben wir das gemacht oder Leitfäden nutzt zum Beispiel. Und natürlich ist technischer Support auch wichtig für die Adoption. Also ob es jetzt ein Service ist, also bieten wir zum Beispiel an für unsere Kunden, das sind so technische Abo-Services, wir noch Release-Guidance oder was auch immer, Preferred Success zum Beispiel, oder es gibt eine digitale Adoption-Plattform, die dann eben in der Applikation vielleicht nochmal bessere Guidance, bessere Hilfe, besseres Lernen in der Applikation machen. Ne? Da
wollte ich jetzt gar keine Werbung machen. Also gibt es verschiedene Anbieter. Manche, ich denke, wird natürlich immer mehr in Integration gehen. Also es ist auch von der KI, dass es embedded ist in der Lösung im besten Fall. Dass ich nicht einen riesen Stall an Tools habe. Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurzer Exkurs. LernOS bei der Adoption, wie kann der helfen? Also wir sind so ein Team von 5, 6, 7 Leute, die arbeiten schon länger an dem Leitfaden. Wir strugglen gerade mit dem Thema GitHub und der finalen Überarbeitung. Ich werde es nochmal, weil ich habe jetzt hier fast alle Experten gefragt, die haben irgendwie keine Zeit. Ich werde es nochmal versuchen, beim Simon zu adressieren, weil wir sind so non-technical people. Also hier ist jemand, der sich bemüßigt oder der Bock hat, uns zu helfen, sich auskennt. Wir haben sowas, so einen Leitfaden jetzt mal gemacht, wo man eine Technologieeinführung, sicher auch mit KI, müssen wir vielleicht ein bisschen tweaken, dann eben begleiten kann mit so Lernzirkeln. Und das ist jetzt eben so Change und Training und Kommunikation und so weiter, aber nicht für Leute wie für uns, die da vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, sondern zum Beispiel für den IT-Projektleiter oder IT-Leiter. Seht auch ein bisschen an den Themen. Ne? Da geht es um Grundlagen, geht es um Stakeholder-Management, Kommunikation zweimal, Weiterbildung, Communities, natürlich, wie kann ich Netzwerke nutzen, ne? für Key-User, aber auch für Change Agents. Da gibt es unterschiedliche Varianten, Feedback Monitoring und so weiter. Also gibt es zufällig irgendjemand hier, der GitHub Skills hat? Nicht gegebene auf. Was war die Frage? Ich habe das nicht mitbekommen. Ob jemand GitHub gut kennt, weil um den Leitfaden zu finalisieren, braucht man GitHub-Kenntnisse. Ja, ich werde nochmal beim Simon vorheulen. Nee, also. Naja. Genau, also nur noch ein kurzes Recap. Also ich würde sagen, ne, bei KI-Adoption ist ein bewährtes aus der Change- und Organisationsentwicklungspraxis. Einbindung, Dialog, ne, nicht One-Way-Kommunikation, einladungsbasiert. Nicht nur E-Mail, sondern Foren schaffen zur Diskussion mit den wichtigen Ansprechpartnern. Ich würde sagen, da habe ich jetzt keinen Deep Dive gemacht. Vertrauen, Ethik ist natürlich noch wichtiger wie bei anderen Technologien. Jetzt bei so einem SAP-Warenwirtschafts- oder Finanzsystem ist bei KI sicher die Ethik, ne? Was mit den Daten, was gibt es für Entscheidungen, auch die Menschen betreffen. Gibt es irgendwo nochmal Menschen, die drüber gucken? Also das gibt's. Das muss man eigentlich in jeder Firma operationalisieren. Wo gibt es rote Flaggen und gelbe und grüne? Also so machen wir es auf jeden Fall. Ich denke, es ist wichtig. Aber vertrauensfördernde Maßnahmen sicher auch nochmal wichtig. Also da noch mehr vielleicht erklären und einbinden. Und natürlich humanzentriert denken und hands-on upskilling. Ich glaube, das ist sicher auch wichtig. Aber ich denke, da muss ich euch eigentlich nichts erzählen. Was haben wir eigentlich noch? Ja, 12 Minuten Zeit zum Austausch. Ich habe noch mal ganz kurz einen kleinen Mini-Exkurs. Ich habe die KI, ich habe ja gepromptet, na, mach mir ein paar Bilder, Adaption und Adoption aussehen mit KI. Und es ist eigentlich eher schon total scary, weil wir werden alle nach ChatGPT-4 alle zum Cyborg. Aber ich hoffe mal. Ich hoffe, dass wir wehren uns und es gibt dann noch ein blumiges Feld und wir liegen am Beach und die KI arbeitet. Wir werden sehen. Ja, genau, jetzt bin ich nochmal schnell so durch die verschiedenen Handlungsbereiche durch. Habt ihr vielleicht noch andere Punkte oder ein Deep Dive auch zu das Thema Vertrauen oder Ethik? Ne? Ich denke, die sicher im Vordergrund stehen sollten. Also wer macht Ernie oder Bert? Nochmal kurz hier testen, ob das noch funktioniert. Wir kriegen es leider nicht an. Ah, ist okay, ich habe es jetzt im Würfel, oder? Probier nochmal. Irgendwas mache ich entweder falsch. Ah. Hört ihr das? Ja, sehr so gut. Hören ich habe jetzt zum Laufen gebracht, komm, ist die Session zu Ende. So,
Oder habt ihr vielleicht bereits Erfahrung mit KI-Adoption? Also was habt ihr gemacht, so vertrauensbildende Maßnahmen? Also, aus meiner Sicht ist es erstmal das Wichtigste, dass man die Leute ermutigt, es mal auszuprobieren. Aber das dann nicht für sich behält, sondern auch teilt. Also ich glaube, das ist für mich erstmal in dieser Phase, wo wir uns gerade befinden, wo wir alle noch nicht so recht wissen, was das hinausläuft, erstmal das Entscheidende. Also die Erfahrung machen lassen, das Teilen, und deswegen, und das ist das, was ich aus der gesamten Veranstaltung, die zwei Tage mitnehme, ist halt so ein Format mit gemeinsamem Lernen, gemeinsamer Austausch, selbstgesteuert, offensichtlich optimal. Das nehme ich mal, dass die in zwei Tagen für mich hier mit, insgesamt. Du hast ja vorhin auch darauf hingewiesen, ich glaube, hier ist das Thema nochmal so Ethik, Ängste und sowas ein besonderes. Ich könnte es mir auch gut vorstellen, also ich habe auch keine Erfahrung, weil wir sind da noch ziemlich weit hinten. Aber was ich wichtig finde, wäre auch sowas, auch so ein bisschen spielerisch vielleicht, wie so eine Art Prompteton, aber zu diesen Themen vielleicht auch mal aufzurufen. Also und nicht so eine Ethikrunde, die schwer ist, aber da vielleicht auch mal irgendwie sich, sage ich mal, ein ansprechendes Format zu überlegen, wo die Willigen zusammenkommen und sowas auch mal thematisieren, in so einer spielerischen Art und Weise. Zusätzlich zu dem, was du auch gerade gesagt hast, was wir. Ja, dann fällt auch konkreter, ne? Wenn man nicht nur so allgemein redet, ne? Ja, fällt auch, ja, mal gucken, wann es mal ein Forum gibt. Gerade das Thema Vertrauen zum Beispiel. Ich denke, Ethik gibt schon viel. Gibt es auch Kurse, gibt es dann Manifestos. Ich glaube, da ist wichtig, dass es operationalisiert wird. Du siehst oft so die fünf Regeln, die fünf ethischen Werte. Aber was heißt das jetzt wirklich konkret? Ja. Also wer macht dann was? Bei welcher Einführung? Also musst du dann ein Board geben und wie auch immer, irgendein Prozess dann wahrscheinlich. Aber das Thema Vertrauen ist eigentlich, könnte man mal mitnehmen. Ja. Okay, sorry. Ja, also ich habe zwei Punkte. Einmal, was die Online-Teilnehmerin, die wir leider nicht sehen, weil dieser Button davor, glaube ich, die vorhin gesprochen hat. Ich kann da nicht drauf, ja. Also bei DATEV ist tatsächlich... Ich konnte den Namen nicht... Aber also sie fühlt sich ja, jetzt ich war das. Vielleicht erscheine ich jetzt wieder. Wir hatten ein Riesenhebel gefühlt, wenn das tatsächlich auch vom Vorstand halt viel Zuspruch kam, die Leute zu ermutigen, einfach Sachen auszuprobieren. Ich glaube, wenn man da oben im Management jemanden hat, der dahinter steht und da auch das auf allen Kanälen ständig bespielt, dann ist das natürlich ein Riesenboost. Und zum Thema Vertrauen, also wo ich das Gefühl hatte, wir haben von DATEV für unsere Mitglieder was angeboten, das ist ein Steuerberater, die größte Zielgruppe sind Steuerberater, und die haben einen KI-gesteuerten Einspruchsgenerator als erstes rausgebracht für die Mitglieder, dass sie das quasi nutzen können. Und obwohl das nur ein kleiner Use Case ist oder war, war das, glaube ich, für die internen Mitarbeiter eine vertrauensfördernde Maßnahme, weil wenn die Daten was rausgibt an ihre Mitglieder, was draußen benutzt wird, dann muss das sicher sein. Und das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Aspekt von KI, aber da hatte ich das Gefühl, das war so ein bisschen, ne, jeder wollte dann das auch mal nutzen und auch mal ausprobieren, und das dürfen auch die Mitarbeitenden, bevor wir ein eigenes DATEV-GPT hatten, dürften wir als Mitarbeitende dieses Kundending auch benutzen. Da konnten wir uns draufschalten. Und das war das erste Mal so, glaube ich, auch so ein Booster, wo wir gesagt haben, okay, da gehen vielleicht auch mal Leute drauf, die vorher ein bisschen skeptisch waren oder sich nicht so wirklich auch rangetraut haben. Ich hätte vielleicht eine Rückfrage in die Runde. Hat bei euch jemand Lust oder Interesse, also so, oder vielleicht in der eigenen Firma, sogar so den Leitfaden mal zu pilotisieren? Weil ich denke, wir wollen so bis zum Sommer irgendwann fertig sein. Dann ist das Ding fertig. Dann braucht man natürlich mal Menschen, die das selber mal durchlaufen, am besten in der eigenen Firma mit einem Team, zwei Team, mit dem eigenen Team, mit einem Projektteam, wo es gerade reinpasst. Also ich kann es mal mitnehmen, weil wir haben so eine Multiplikatorenrunde jetzt eröffnet für KI-Themen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man das innerhalb dieses Kreises mal pilotieren könnte. Ja, genau, für so Change Agents so in die Richtung ist es so. Ja, das sind im Endeffekt so auf diese Spielwiese, ne? Die ersten, die das mal ausprobieren, wie kriegen wir das in die Abteilungen wirklich rein, auch eine gewisse Sicherheit zu geben, eine Unterstützung, okay, Begleitung mit anzubieten. Ich glaube, das wäre vielleicht ein guter Kreis. Okay. Eine Frage in die Runde, wie man
die Phase von brauchbarer Illegalität überwinden kann. Also wenn es früher Schatten-IT war, dann sehe ich jetzt bei uns Schatten-KI. Das heißt, die Early Adopters verwenden es. Die Legal-Abteilung sagt, nee, das müssen wir uns aber erst ganz genau anschauen. Und übrigens, wir haben die nächsten 3000 Jahre keine Zeit, uns das anzuschauen. Habt ihr Erfolgs-Nuggets, wie man diese Anfangshürde vielleicht ein bisschen niedriger machen kann? Also ich glaube, das geht auch wieder in die Use Cases. Bei uns sind ja die Entwickler die ersten. Da, wo der höchste Value ist, die werden es am ersten nutzen eben. Und die haben eine offizielle Playground, haben wir auch, aber die haben nochmal einen besseren, wo sie alle Sprachmodelle zum Beispiel nutzen können, was die halt brauchen, aber auch für die Entwicklung und nutzen den Copilot für das fürs Coding. Ne? Also so zwei Dimensionen. Aber ich denke, da wurde die Analyse gemacht, wo der höchste Mehrwert ist. Ich denke, das ist sicher, wenn das so passiert im Management, ist das sicher gut. Ne? Frage ist aber, was passiert mit den normalen Büro- oder Wissensarbeitenden, die eigentlich auch Lust haben? Das ist ein guter Punkt, ja. Also bei uns war es so, dass wir wirklich bemerkt haben, dass die Leute trotzdem ChatGPT nutzen, auch wenn es kein offizielles Tool war, was benutzt werden darf. Und dann haben wir versucht, eine Lösung zu schaffen. Was darf offiziell genutzt werden? Und da mussten halt wirklich alle Parteien mit aufs Boot genommen werden, sei es Legal, IT Security. Und dann hat man sich eben entschieden, welches Tool eingeführt wird. In die Testphase haben wir dann von Beginn an, also wir haben eine Bewerbungsphase gestartet, man konnte sich auf freiwilliger Basis anmelden und dann haben wir 3 Monate getestet und aufgrund deren Feedback haben wir dann entschieden, mit den Parteien zusammen, ob das Tool eingeführt wird oder nicht. Noch mehrere Parteien, glaube ich, ins Boot holen, das ist manchmal schwierig, ja, aber vielleicht so ein bisschen erwerben, dass es sonst trotzdem genutzt wird und die Unternehmensdaten dann irgendwo landen, wo sie dann doch nicht landen sollen. Mhm. Guck gerade online, Doris, gibt es jemanden, der vielleicht nochmal ihre Erfahrungen teilen möchte? Ja, der Jan hat in den Chat geschrieben. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er das nicht auch auf der Tonspur rüberbringen möchte, sonst lese ich das gerne vor. Aber ich war nicht die ganze Session. Einfach, dass ihr wisst, ich habe nicht den ganzen Kontext. Drum, einfach, wir haben einen ganz anderen Ansatz bei uns, aber wir machen es auch nicht top-down, noch nicht. Und da ist unser Ansatz war, das Erste, was wir machen mit GenAI, eine Community zu machen und das breit zu streuen. Und da hat es jetzt echt viele Leute aus verschiedensten Abteilungen drin, die sich austauschen und voneinander lernen. Das sind vermutlich Early Adopters. Und der nächste Schritt war dann, Dokumentation zu machen, Hilfestellungen, FAQs und so weiter und das in einem Intranet-Offering zur Verfügung zu stellen. Und erst jetzt kommt eigentlich das Top-Down-Kommunikationsthema vermutlich und dann werden, sage ich mal, die Change-Management-Ansätze würden dann wichtig werden, weil jetzt haben wir noch nicht mit den kritischen Challenges zu tun, die bei einer Adoption-Curve dann irgendwann kommen. Ja, genau. Das war also mein Beispiel. Danke. Ich glaube, hinten war noch jemand. Ja, warum tut die Nürnberger Versicherung, also auch eher eine Zielgruppe, eher skeptisch wegen Change. Und die Co-Rednerin, da kann ich noch anschließen, wir hatten auch eine Community of Practice mit unterschiedlichen... Mikro ist eigentlich an, geht nicht. Ich bin auch auf der Er hält es zu weit weg. Leuchtet da was? Geht's jetzt, Doris? Sag mal was, bitte. Er hat den Würfel mal oben, mal unten und das wechselt dann natürlich. Ja. Nee, das Ding ist aus. Auch. Das Ding ist aus. Okay, ich gebe meins. Also war zu leer. Danke. Genau, also im Endeffekt kann ich mich der Vorredner dann anschließen. Ich arbeite bei einer Versicherung. Wir haben eine Community of Practice auch, wo wir das Tool ausgerollt haben, beziehungsweise mit denen erprobt haben, durchgespielt haben. Mit den Leuten konnte man das dann zusammen erstmal so ein bisschen auf die Straße bringen, ohne Legal und so weiter. Und jetzt stehen wir quasi kurz vor dem Rollout ins Haus und ich habe jetzt einfach nebenbei noch bei der Erstellung des WBTs mitgearbeitet, also beim E-Learning. Und im Endeffekt muss jetzt jeder einmal dieses Online-Learning durchgearbeitet haben. Also es ist kein Muss-Muss.
Aber bevor der diejenige die Lizenz bekommt, sollte man das Ganze einmal durchlaufen haben, damit die Leute auch einfach eine Idee haben, wie prompte ich richtig, warum Copilot, warum Leonardo und. Also das sind dann so die ersten Geschichten von Rollout. Ja. Okay, danke. Ich kann auch werfen. Das lag an mir. So, hallo. Ich habe noch einen Servicebeitrag zu deiner Anfrage mit Arbeit mit Betriebsrat. Da hat der Joachim in der anderen Session vorhin, der große Heidegger, einen schönen Kommentar gebracht. Der Betriebsrat in Ihrem Haus, da war es auch gewohnt, dass Sie ein fertiges Konzept bekommen, Fragen mit Ja, Nein beantworten können. Und gesagt, zu dem Zeitpunkt, Dezember, Januar, wir hatten noch keine Antworten auf diese Fragen und ist offen auf den Betriebsrat zugegangen und hat gesagt, lass uns das gemeinsam erforschen, dieses Thema. Und wie der Betriebsrat dann gemerkt hat, okay, der will sich in die Pfanne hauen oder so, sondern dass man es gemeinsam lernt, waren Sie auch offen dafür, diesen Weg neu zu gehen. Und offene Kommunikation so früh wie möglich, bevor irgendwas festgelegt ist, und auf was müssen wir aufpassen, und wenn, dass man dann praktisch gemeinsam sich auf diese Lernreise begibt. Das hat bei denen gut funktioniert. Das ist ein Tipp, den ich jetzt rübergeben kann aus der anderen Session. Genau, gerade das explorative Vorgehen. Okay, nochmal ein Impuls. Danke. Ja, das kann ich nochmal unterstützen, weil die agilen Prinzipien funktionieren natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Betriebsrat. Ich finde auch nochmal wichtig, also wir haben das Problem, ich hätte wahrscheinlich genug Leute, mit denen ich was machen könnte, trotz schwierigem Umfeld. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und da ist aber das Problem, die Strukturen häufig bei Change und Transformation, dass die Strukturebene auch mitbedacht wird. Wir haben das Problem, wir scheitern wirklich an der Kollaboration mit der IT einfach. Ne? Also ich... Da ist die Hemmschwelle und da ist auch die Bereitschaft nicht da, sage ich mal, in so einer Zusammenarbeit, in so einer gemeinsamen. Und dann wird es halt auch schwierig, wenn man die Strukturen nicht mitdenkt. Also die muss man manchmal auch beachten. Und ich lasse manche Sachen oder meine Leute und ich, wir lassen manche Sachen einfach erstmal aus, weil das nur zu Frustrationen führt. Bei denen, die sowieso schon, sage ich mal, sehr willig sind und was umsetzen wollen. Und dann machen wir erst Sachen, wenn wir wirklich das Gefühl haben, da passiert auch was. Na gut, oder sollen wir dann Deckel drauf machen? Draußen läuten die Glocken. Ich glaube, es ist schon kurz, kurz nach. Dann genau, können wir vielleicht auf der nächsten Losco ein paar Erfolgsgeschichten. Das ist auch immer hilfreich. Ne? Ein paar Good Practices, vielleicht nochmal ein paar Deep Dives kann man sich dann angucken. NBW hatte schon was, ich glaube, mit dem Kollegen von DM wollte ich mal reden. Ne? Die haben auch so eine schöne interne Implementierung. Ja gut, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen, auch online. Also, tschüss. Tschüss, danke. Dankeschön.